Dankeschön. Ich muss mich erstmal für den Titel entschuldigen. Ich weiß ehrlich gesagt selber nicht mehr so genau, was ich mir dabei gedacht habe und was Textanalyse ohne Text eigentlich bedeutet. Das ist ein bisschen peinlich, aber ich dachte, ich ändere es jetzt auch nicht mehr, weil es ja schon überall stand. Den anderen Teil, wie Sie sehen, habe ich etwas präzisiert. Es hieß vorher Allianzen. Mir wurde dann aber doch klar, dass es doch eher um Grenzen geht. Deswegen haben wir jetzt beides hier. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, in dieser erlesenen Runde von Vortragenden untergekommen zu sein. Ich muss auch noch darauf hinweisen, dass vielleicht, ich weiß nicht genau, wie genau die Konzeption dieser Ringvorlesung aussieht, mein Vortrag vielleicht ein bisschen oder meine Anwesenheit hier ein bisschen ein Etikettenschwindel ist, weil es soll in der Ringvorlesung um Textumgangsformen beyond the scope of literary studies gehen und ich bin eben Literaturwissenschaftler, von daher kann ich das beyond vielleicht nicht vollumfänglich liefern. Das gilt umso mehr, das hatte ich schon gesagt, weil ich eben nicht nur über Allianzen spreche, es wird in meinem Vortrag also nicht das Bild entstehen, dass Literaturwissenschaft und Soziologie irgendwie harmonisch zusammenarbeiten, sondern es geht tatsächlich eher um Abgrenzungen, sodass das mit dem Beyond vielleicht noch ein bisschen schwieriger ist. Sie wissen wahrscheinlich, dass Literaturwissenschaft und Soziologie seit der Entstehung der Soziologie in einem intensiven Verhältnis zueinander stehen. Es gibt da dieses mittlerweile schon relativ alte Buch von Wolf Lepenies, die drei Kulturen, in denen er das ziemlich ausführlich gezeigt hat. In der heutigen Fachsoziologie ist die Auseinandersetzung mit der Kunst nicht mehr so wichtig wie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es gibt zwar einen wunderbaren Arbeitskreis Kunstsoziologie, den ich Ihnen sehr empfehlen würde, wenn Sie ihn noch nicht kennen. Das sind tolle Leute, die interessante Sachen machen. Aber der Mainstream des Faches beschäftigt sich hauptsächlich mit anderen Dingen. Das zeigt zum Beispiel der Blick auf dieses aktuelle Lehrbuch. Sie sehen das schon im Cover, dass es eine ziemliche Diversität zeigt, aber eben ohne Kunst. Zumindest sehe ich da nichts Künstlerisches in diesen vielen Symbolen. Und dementsprechend laut Index auch ohne Art oder Literature auskommt. Trotzdem gibt es natürlich bis heute gewisse Überschneidungen des Gegenstandsbereichs und der Fragestellungen zwischen Literaturwissenschaft und Soziologie. Zumindest prinzipiell muss die Soziologie in der Lage sein, Literatur als Bestandteil der gesellschaftlichen Kommunikation in den Blick zu nehmen. Und zumindest prinzipiell sollte auch die Literaturwissenschaft daran interessiert sein, den Blick auf die gesellschaftlichen Funktionen von Literatur zuzulassen. Gerade diese Nähe macht gewisse Anstrengungen zur Demarkation der Grenze wahrscheinlich. Und auf eine dieser abgrenzenden Gesten werde ich mich heute konzentrieren. Die Idee, das ist jetzt die abgrenzende Geste, dass die Literaturwissenschaft anders als ihre Nachbardisziplinen in der Lage ist, in ihrer Lektürepraxis das Proprium des Literarischen aufzufinden, während konkurrierende Fächer entweder falsch oder gar nicht lesen. Der Germanist Mirko Limpinsel hat vor einigen Jahren in seiner Dissertation den Kampfbegriff der Angemessenheit als philologische Kerntugend untersucht, der trotz oder gerade wegen seiner extremen Vagheit ein beliebtes Mittel ist, um konkurrierende Methoden als unangemessen zu denunzieren. Besonders oft tritt dieser polemische Begriff in Verbindung mit einer Auratisierung des Kunstwerks auf, das einen unangemessenen Umgang nicht passiv erträgt, sondern umgekehrt Angemessenheit sogar verlangt. Zum Beispiel hier bei Peter Sondy: Kein Kunstwerk behauptet, dass es unvergleichbar ist,
Wohl aber verlangt es, dass es nicht verglichen werde. Dieses Verlangen gehört als Absolutheitsanspruch zum Charakter jedes Kunstwerks, das ein Ganzes, ein Mikrokosmos sein will, und die Literaturwissenschaft darf sich darüber nicht einfach hinwegsetzen, wenn ihr Vorgehen ihrem Gegenstand angemessen, das heißt wissenschaftlich sein soll. In ähnlicher Weise wird auch zwischen der Literaturwissenschaft und Soziologie um Angemessenheit gestritten. Und ich werde in meinem Vortrag in notgedrungen sehr geraffter Weise auf verschiedene Konflikte eingehen, in denen die Leseweisen, die der Literaturwissenschaft angemessen erscheinen, durch konkurrierende Erkenntnisziele angegriffen werden. Ich beziehe mich dabei hauptsächlich auf die Literatursoziologie der 1920er und 30er Jahre, weil es mir scheint, dass in dieser Zeit sozusagen die Spielregeln zwischen Germanistik oder Literaturwissenschaft und Soziologie ausgehandelt werden. Ich muss dazu sagen, ich bin Germanist, ich sage immer Literaturwissenschaft, meine damit leider hauptsächlich Germanistik, aber gelegentlich kommen auch ein paar andere Stimmen zu Wort. Am Ende werde ich in knapperer Form auf die sogenannte Sozialgeschichte der Literatur der 1970er und 80er eingehen und schließlich in skandalöser Kürze auf die Digital Humanities der Gegenwart. Das sind nicht meine Hauptthemen, aber ich denke, dass es da relativ leicht sichtbare Verbindungen zu diesen Diskussionen der 20er und 30er gibt. Die Behauptung, dass die Leistung der Literaturwissenschaft in einem angemessen, gleichermaßen intensiven wie respektvollen Umgang mit der Literatur aufzufinden sei, lässt sich in praktisch allen Selbstdarstellungen des Faches vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart aufspüren. Etwa in besonders poetischer Form bei einem Gründervater der Germanistik, Wilhelm Scherer. Die Philologie, sagt Scherer, ist die schmiegsamste aller Wissenschaften. Sie ist ganz auf das feinste geistige Verständnis gegründet. Die Gedanken und Träume vergangener Menschen und Zeiten denkt sie nach, träumt sie nach. Hier will sie das verwirrte Lallen entstellter Volksüberlieferung verstehen. Dort folgt sie dem Fluge des Genius auf seiner einsamen Bahn. Aber alles Verstehen ist ein Nachschaffen. Wir verwandeln uns in das, was wir begreifen. Der Ton, der an unser Ohr schlägt, muss einen Verwandten in uns wecken, sonst sind wir taub. Und die partielle Taubheit ist leider gemeines Menschenlos. Das Nachträumen von Literatur ist, wie leicht ersichtlich, eine anspruchsvolle Angelegenheit. Es erfordert auf der einen Seite eine konzentrierte Lektüre. Schon zwei Seiten seines Aufsatzes später ist Scherer bei der metrischen Analyse von Goethes Wanderers Nachtlied angelangt. Auf der anderen Seite geht es mit einer scheinbaren Methodenlosigkeit einher. Für jenes Verständnis geistiger Erscheinungen gibt es keine exakte Methode. Es gibt keine Möglichkeit, unwiderstehliche Beweise zu führen. Es hilft keine Statistik. Es hilft keine Deduktion a priori. Es hilft kein Experiment. Der Philolog hat kein Mikroskop und kein Skalpell. Er kann nicht anatomisieren, er kann nur analysieren. Und er kann nur analysieren, indem er sich assimiliert. Wohlgemerkt handelt Scherers Aufsatz nicht in erster Linie davon, wie Literaturwissenschaft zu betreiben wäre. Er erinnert hier nur an etwas, das er für selbstverständlich hält und was gewissermaßen unterhalb jeder Methodendiskussion liegt. Vielleicht ist das der Grund, warum die Rede vom emphatischen, persönlichen Zugang zur Literatur sich in gewisser Weise bis heute im Unterbewusstsein des Faches gehalten hat. Ich sage Unterbewusstsein, weil das natürlich eine sehr grobe Vereinfachung ist, aber ich glaube, dass wir bis heute vielleicht in nicht ganz so poetischer Weise, aber dass wir durchaus ein ähnliches Denken bis heute finden können. Egal wie der richtige Umgang mit Literatur jeweils konkret imaginiert wird, er erfordert fast immer eine Intensität und Angemessenheit, die konkurrierende Disziplinen nicht haben. So kommt die polemische und problematische Grabrede auf die Geisteswissenschaften, die Hans-Ulrich Gumbrecht neulich in der Neuen Zürcher Zeitung halten durfte, in einem Abschnitt mit dem Titel Ästhetik statt Wissen zu frappierend ähnlichen Formulierungen wie bei Scherer, wenngleich der Autor sicher kein Positivist ist. Gumbrecht spricht von Momenten ästhetischer Erfahrung, deren Konkretheit dem Bedürfnis entgegenkommt,
sich in einer Gegenwart verwirrender Orientierungslosigkeit existenziell festhalten zu können und sieht die Humanities in der Pflicht, zu einem, Zitat, säkularen Stil individueller Konzentration und Kontemplation zurückfinden, in dem schon immer die eigentliche Stärke der sogenannten Geisteswissenschaften gelegen habe. Diese Übereinstimmungen sollten, wie gesagt, nicht überinterpretiert werden. Sie besagen nicht, dass Gumbrecht ein verspäteter Scherer-Schüler wäre und sein Erscheinen hier soll auch nicht unterstellen, dass er repräsentativ für die Gesamtheit der heutigen Literaturwissenschaft stehen könnte. Gott sei Dank tut er das nicht. Trotzdem machen seine Äußerungen eine Grundstimmung der Literaturwissenschaft plausibel, von der das Fach von seinen Anfängen bis in die Gegenwart durchsetzt ist. Die Konstanz betrifft nicht nur das Alleinstellungsmerkmal des Faches, bei Scherer ist das die Schmiegsamkeit, bei Gumbrecht die Kontemplation, sondern auch die Konkurrenten, von denen man sich absetzen will. Scherer meint mit den Statistik-, Mikroskop- und Skalpell führenden Rivalen ganz offenbar die Naturwissenschaften. Und diese verkörpern auch für Gumbrecht das grundlegend andere, von dem sich sein eigenes antirationalistisches Konzept absetzt. Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass der Vorwurf der fehlerhaften Lektüre, die das, Zitat Scherer wieder, feine geistige Verständnis beziehungsweise die, Zitat Gumbrecht, Kontemplation vernachlässigt, immer wieder und besonders der Soziologie gemacht wird. Und wenn diese sich seit ihren Anfängen als dritte Kultur zwischen Geistes- und Naturwissenschaften inszeniert und aus diesem Grund einerseits Zugriff auf den Untersuchungsgegenstand Literatur hat, andererseits aber ein unphilologisches Instrumentarium zum Einsatz bringt, so attackiert die Literaturwissenschaft mit der Soziologie sozusagen ihren unheimlichen Doppelgänger. In den Jahrzehnten davor, also seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, hatte insbesondere der sogenannte Journalismus die Rolle des zum Verwechseln ähnlichen Gegenspielers übernommen. Scherer selbst hatte sich noch 1876 von seinen orthodox-philologischen Kollegen den Vorwurf gefallen lassen müssen, Zitat, die Journalistik mit ihrer leicht geschürzten Methode rückwärts in die germanistische Wissenschaft hineinzutragen, weil er seine Forschungsergebnisse auch in nicht-spezialistischen Zeitungen und Zeitschriften publiziert hatte. Waren es also im 19. Jahrhundert insbesondere der außerhalb der Wissenschaft stehende Amateur und seine Scharlatanerie in der Lektüre, die mit Nachdruck aus dem literaturwissenschaftlichen Fachdiskurs ausgeschlossen werden sollten, so erscheinen später die naturwissenschaftlichen oder soziologischen Erkenntnisweisen, die sich nicht mehr anschmiegen oder kontemplieren wollen, nicht in erster Linie als unprofessionell, sondern als auf andere Weise professionell. Konkurrenten aus dem Inneren des Wissenschaftssystems. Dies macht sie umso furchterregender, zumal es durchaus gute Gründe dafür gibt, das emphatische Verstehen der Literatur um ihrer selbst willen nicht zur alleinigen Grundlage der Literaturwissenschaft zu machen. Wie schon das mittlerweile etwas überstrapazierte Scherer-Zitat vom Anfang deutlich macht, kommt das Nachträumen nicht für alle Arten von Literatur in Frage. Scherer selbst nennt hier die anonyme Volksüberlieferung und das Genie, aber offensichtlich nicht den Literaturbetrieb dazwischen. Und der wertende Aspekt ist nicht zu übersehen. Ganz offenbar will sich der Philologe nicht in jeden Text oder Autor verwandeln müssen und ganz offensichtlich lässt sein Konzept deswegen weite Lücken. Gegen die Wissenschaftsauffassung Scherers und seiner Schüler ist deswegen schon innergermanistische Kritik vorgebracht worden, bevor es das Universitätsfach Soziologie gab. Rudolf Ungers Vortrag »Philosophische Probleme in der neueren Literaturwissenschaft« von 1907, vielleicht die bekannteste Kritik an der Philologie scherer'scher Prägung, bemängelt bereits die Dominanz der, Zitat, »Textinterpretation und Kritik« und schlägt stattdessen eine philosophisch-historische Anreicherung der Literaturwissenschaft vor, die auch das Verhältnis von individuellem Künstler und größeren Einheiten neu vermessen soll. Bei Unger ist das vor allen Dingen die Nation, um die es ihm geht. Es soll also nicht mehr nur der einzelne Künstler oder das einzelne Werk in den Blick kommen, sondern es muss irgendwie um größere Einheiten gehen.
Während es offensichtlich ist, dass die hier entworfene breit synthetisierende Literaturwissenschaft schon durch die Einbindung in philosophiegeschichtliche Zusammenhänge den Fokus von der Werkinterpretation wegbewegt, bleibt die konkrete Ausrichtung, die Unger vorschwebt, relativ vage. Konkretere Anregungen, wie eine nicht auf Einzeldichter und Einzelwerk fokussierende Literaturwissenschaft aussehen könnte, erhält die Germanistik in der vorsoziologischen Zeit von einem Vertreter einer anderen Nachbardisziplin, der in seinem Volk versucht hatte, das Primat des Partikularen anzugreifen. Der Historiker Karl Lamprecht hatte bereits seit den 1890er Jahren unter anderem in seiner vielbändigen deutschen Geschichte eine umfassend synthetisierende Gesamtdarstellung des geistigen Lebens vorgelegt, die sich als Gegenmodell zur von Leopold Ranke geprägten Geschichte großer Männer verstand. In seiner weit rezipierten methodischen Hauptschrift »Was ist Kulturgeschichte?« sieht Lamprecht sein Fach von zwei diametral entgegengesetzten Richtungen beherrscht, einer älteren individualistischen und einer im Ganzen und Großen jüngeren, jedenfalls jetzt in raschem Fortschritt begriffenen kollektivistischen. Wenngleich sein Bekenntnis zur letzteren, also zur kollektivistischen, ihm am Ende die weitgehende akademische Exkommunikation durch seine Fachkollegen bescherte, wird sein methodisch ambitionierter Versuch einer Kollektivgeschichte der Nation außerhalb der Geschichtswissenschaften aufmerksam wahrgenommen. Dabei sehen die germanistischen Lamprecht-Anhänger vornehm über des Meisters eigene literaturwissenschaftliche Versuche hinweg. In einem Ergänzungsband der deutschen Geschichte hatte Lamprecht sich auch mit der Dichtung beschäftigt, war aber zu derart rasanten Generalisierungen gekommen, dass sich die Schrift nicht als Best Practice einer nicht partikularen Literaturbetrachtung empfahl. Das ist wirklich ein ganz, ganz schreckliches Buch, also lesen Sie es nicht. Wenn Lamprecht beispielsweise anhand von nur drei Gedichten aus drei Jahrhunderten eine Entwicklung zu mehr Kürze und mehr Wirklichkeitssinn diagnostizieren wollte, musste das auch diejenigen Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler, die weg von der Kontemplation des Einzelwerk wollten, als frivol erscheinen. Ergebnisse wie das hier zu sehende, in dem das Dichtergenie durch, Zitat, Dichter guter mittlerer Begabung ersetzt wird und sich die Entwicklungsthese auf die Behauptung der Überlegenheit neuerer Dichtung beschränkt. Also er sagt eigentlich nur, ich habe diese drei Gedichte gelesen, eins aus jedem Jahrhundert, und wir sehen, die moderne Dichtung ist irgendwie besser als die ältere. Das ist eigentlich das, was er da herausfindet. Und das erscheint eher als unfreiwillige Parodie auf die Methoden, die man später soziologisch nennen würde. Solche Anstrengungen waren also sicher nicht geeignet, Lamprecht als kompetenten Leser von Literatur zu etablieren, der der Fachwissenschaft etwas Neues zu sagen hatte. Wenn seine Ideen zur Sozialgeschichte trotzdem ihre Anhänger in der Literaturwissenschaft fanden, zeigt das umso deutlicher, dass sich das Fach im frühen 20. Jahrhundert in einer Krise befand, in der selbst radikale, das dichterische Werk scheinbar nicht respektierende Ansätze irgendwie satisfaktionsfähig schienen. So bekundet Paul Merker in seiner 1921 veröffentlichten Schrift »Neue Aufgaben der deutschen Literaturgeschichte« seine Unzufriedenheit mit der philologischen Methode und ihren Nachfolgerinnen, da diese zu einer Verflachung der literaturwissenschaftlichen Praxis geführt hätten. Die oft genug in völlig belanglosen Nebensächlichkeiten wühlende Forschungsrichtung, die vielfach schon froh war, wenn sie Regenwürmer fand, musste zu tieferen und weiteren Gesichtspunkten zurückgeführt werden. Der Gesichtspunkt, den Merker dabei bevorzugt und den er zu diesem Zeitpunkt sozialliterarisch nennt und nicht soziologisch, zeichnet sich durch einen deutlich geweiteten Blick aus. Anstelle des Einzelwerks und der Einzelpersönlichkeit, die sonst im Vordergrund des Interesses steht und den Ausgangspunkt vielfach aber zugleich den Endpunkt der Betrachtung bildet, liegt hier der Schwerpunkt auf der Societas Literarum, auf der allgemeinen geistigen und literarischen Struktur einer Epoche. Merker scheint um das subversive Potenzial seiner Ausführungen zu wissen, wenn er ausgerechnet jenen Zentraldichter der Literaturwissenschaft des 19. Jahrhunderts zum Beispiel wählt, den schon Scherer bei seiner Philologie des Nachträumens im Sinn gehabt hatte.
Ich hatte vor kurzem schon Gelegenheit, darauf hinzuweisen, wie selbst ein Goethe der allgemeinen Entwicklungsreihe Anakreontik, Empfindsamkeit, Sturm und Drang, Klassizismus, Romantik, beginnender Realismus und abstrakte Tendenzdichtung seinen Tribut durchweg entrichtet. Alle diese geistesgeschichtlichen Stufen wären im Grunde auch ohne ihn gekommen, wenn auch gerade er wesentlich daran mitgebaut hat. An die Stelle der Fixierung auf einen überragenden Dichter, der quasi die Literaturgeschichte nach seinen Vorstellungen gestaltet, tritt deswegen eine hochkomplexe Methode, die das ganze wundervolle Spiel der Kräfte mit seinen Auf- und Abwogen einzelner Richtungen und Moden, seinem Sichtdurchdringen freundlicher und feindlicher Tendenzen, seinem beständigen Einströmen, Verarbeiten und Abstoßen fremder Bildungselemente, seinem Kampf von Theorie und Praxis beachtet. Sie merken, diese Leute können alle nicht besonders gut schreiben und das wird später noch schlimmer. Ich hoffe, dass die Zitate nicht zu lang und kompliziert sind. Das wäre vielleicht, das ist jetzt etwas ketzerisch, auch eine Eigenschaft von soziologisch angehauchter Literaturwissenschaft, dass sie irgendwie immer schwierig zu lesen ist, aber das nur am Rande. Diese Methode, die wir hier sehen, hat nur noch sehr wenig mit einer Literaturwissenschaft zu tun, die sich auf das Close Reading von Einzelwerken kapriziert, sucht aber auch noch nicht die Nähe der Soziologie, zumindest nicht explizit. Erst 4 Jahre später, als Merker seine methodischen Überzeugungen erneut ausformuliert und konkretisiert, versieht er sie im Titel seines Aufsatzes mit dem mittlerweile naheliegenden Label. Der Titel des Aufsatzes lautet Individualistische und soziologische Literaturgeschichtsforschung. Konkrete Bezüge zur Disziplin Soziologie, die 1925 bereits recht präsent an deutschen Universitäten war, sucht man allerdings auch hier vergebens. Zwar sieht Merker seine Gegenwart insgesamt von einem Hang zum Anti-Individualistischen geprägt und nimmt für sein eigenes Programm daher in Anspruch, im Einklang mit einer größeren Zeitstimmung zu sein, aber eine direkte Bezugnahme zu irgendeinem Vertreter der Universitätssoziologie unterbleibt. Mit seiner Zurückhaltung über einen rein metaphorischen Wissenstransfer aus der Nachbardisziplin hinauszugehen, ist Merker in dieser Zeit nicht allein. Obwohl die meist auch so genannte Literatursoziologie seit den späten 1920er Jahren zu einer gewissen Mode innerhalb der Germanistik wird, geht das nicht mit einer konkreten Auseinandersetzung einher, die so verläuft, wie wir uns heute interdisziplinäre Wissenschaft vorstellen würden. Einschlägige Namen werden nicht genannt, Werke nicht zitiert, Konzepte nicht für die Zieldisziplin adaptiert. Das gilt selbst für den vielleicht einzigen heute noch gelesenen Pionier der Literatursoziologie, den Anglisten Levin Ludwig Schücking. Schücking gelingt es, den Blickwinkel der Literaturwissenschaft zu erweitern, indem er eine differenzierte Rezeptionsanalyse vorschlägt und diese mit einem historischen Index versieht. Und dies bringt ihn in Opposition zur Scherer'schen Konzentration auf Großschriftsteller. Schon 1908 findet sich ausgerechnet in einem Buch über Shakespeare die folgende auf die Gesamtheit der Literaturwissenschaft gerichtete Provokation. Die Literaturgeschichte, schreibt Schücking, viel zu wenig eine Geschichte des Geschmacks, pflegt einzig von der Höhenkunst der Literatur der Gebildeten Notiz zu nehmen. Aber tief unter der Oberfläche gehen als die Zeichen sozial differenzierten Geschmacks von jeher missachtete Strömungen, die nur der Zufall registriert und die in der Regel der Vergessenheit anheimfallen. Von den Schund- und Schauerromanen, die alljährlich zu Hunderttausenden auf den Hintertreppen deutscher Häuser verkauft werden, kommt dem Gebildeten kaum jemals einer zu Gesicht. Während Schücking in diesem Buch, also 1908, noch zu Shakespeare zurückkehrt und nicht auf den Hintertreppen des deutschen Literaturbetriebs verweilt, wird er in den folgenden Jahren etwa in seiner Soziologie der literarischen Geschmacksbildung von 1923 die hier angerissenen Punkte ausarbeiten. Die Geschichte und Soziologie des literarischen Geschmacks, die sich auch in sogenannter Trivialliteratur ausdrückt, und die mithilfe von außerliterarischen Faktoren wie Auflagenziffern in den Blick genommen werden kann. All dies geschieht jedoch ebenfalls ohne Bezug auf die Fachsoziologie, die Schücking vermutlich kennt, aber nicht nennt.
Wenn Sie das Buch kennen, das ist ja relativ bekannt, wissen Sie, dass er eigentlich überhaupt keine Fußnoten hat. Es gibt also keinerlei Verbindung zu irgendwelchen ähnlichen Programmen aus Nachbardisziplinen. Wenngleich die Literaturwissenschaft sich also seit den 1920er Jahren gerne soziologisch gibt, macht sie nur ungern von der Möglichkeit eines direkten Wissenstransfers, der auch als solcher gekennzeichnet ist, Gebrauch. Hierfür gibt es etliche denkbare Gründe, von denen die Neuheit des Faches Soziologie und die damit verbundene Risikohaftigkeit des dort produzierten Wissens nur der vordergründigste ist. Wenngleich man mit derartigen Generalisierungen vorsichtig sein sollte, scheint es mir, als ob in der verweigerten Bezugnahme eine spezielle Hochnäsigkeit der Literaturwissenschaft zum Ausdruck kommt, die sich in gewisser Weise bis in die Gegenwart gehalten hat. Das Fach bedient sich gerne bei wissenschaftlichen Disziplinen, deren Einbeziehung symbolisches Kapital und Relevanz verspricht. Man denke in jüngerer Zeit an die Neurowissenschaften oder die Ökonomie, die beide von der Germanistik mit viel Gusto kooptiert wurden. Der Untersuchungsgegenstand Literatur ermöglicht solche Übernahmen, weil grundsätzlich alles Objekt von Literatur werden kann und die Literaturwissenschaft deswegen schon im Prinzip methodisch promisk ist. Aber wie die oft empörten Reaktionen aus dem Ausgangskontext zeigen, ist die habitusförderliche Aneignung prestigeträchtigen Wissens nicht immer mit einer interdisziplinären Auseinandersetzung gleichzusetzen. Ähnliche Mechanismen scheinen mir auch im Fall der Literatursoziologie der 1920er Jahre vorzuliegen. Es gibt innergermanistische Entwicklungen, die eine Abkehr von der Literaturgeschichte der großen Männer nahelegen, und es gibt ein aufstrebendes und prestigeträchtiges neues Universitätsfach namens Soziologie. Aber beide müssen nicht unbedingt viel miteinander zu tun haben. Dazu kommt die von der Soziologie ausgehende Gefahr einer Nivellierung der Prestigeunterschiede zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Kommunikationsformen. Zwar ist die Literaturwissenschaft durchaus an einer Einbindung der Literatur in größere Kontexte interessiert, aber sie muss die Notbremse ziehen, wenn der umfassende soziologische Blick in der Kunst nur eine unter vielen Strukturmerkmalen der Gesellschaft sieht. Dementsprechend wird der mangelnde Bezug auf Fachsoziologinnen und Fachsoziologen oft durch eine explizite Abgrenzung vom Marxismus ergänzt. So bezeichnet Merker die marxistische Widerspiegelungsthese als, Zitat, niedrigste Stufe soziologischen Denkens und beharrt darauf, dass der Materialismus nicht die Lösung für die von ihm angesprochenen Probleme sei. Aber all das hat nicht das Geringste mit dem Geiste der Kultur und der Geschmackshöhe der Kunst zu tun. Es ist der Geist, der sich den Körper baut und nicht umgekehrt. Trotz des eifersüchtigen Beharrens der Literaturwissenschaft auf dem Primat des Geistigen und Künstlerischen gibt es in den 1920er Jahren wissenschaftliche Autorinnen und Autoren und auch Texte, die die Nachbardisziplin ernster nehmen und an einem direkten Austausch interessiert sind. Hier ist vor allem der heute hauptsächlich als Barockforscher bekannte Arnold Hirsch zu nennen, der in seinem Aufsatz Soziologie und Literaturgeschichte von 1928 der nicht umsonst im Titel zuerst genannten Soziologie deutlich mehr Respekt erweist als in der Literaturwissenschaft üblich. Hirsch kennt das Fach aus seinem eigenen Studium in Frankfurt und ist deswegen in der Lage, den vermeintlichen Gegensatz zwischen individualistischer Literaturwissenschaft und generalisierender Soziologie etwas differenzierter zu betrachten. In enger Auseinandersetzung mit Max Webers Konzept des Idealtyps und unter Rückgriff auf Diltheis Definition der Geisteswissenschaften legt er dar, dass die Soziologie nicht, wie die Naturwissenschaften, individuelle Tatbestände in abstrakte Begriffe überführt. Dennoch ist sie aber in der Lage, höherrangige Begriffe zu bilden. Das Bild einer allgemeinbegrifflichen Wissenschaft von der Kulturwirklichkeit, in Klammern Soziologie, wird durch die der Kulturwirklichkeit notwendig zukommende individualisierende Darstellung bestimmt. Ein derartiges Sich-Entfernen von der individuellen Wirklichkeit, wie es in den Gesetzesbegriffen der Naturwissenschaft erreicht ist, müsste, selbst wenn es möglich wäre, sinnlos werden, da es der Richtung unseres Erkenntnisinteresses entgegenläuft.
Die Allgemeinbegriffe der Kulturwissenschaft dürfen nie das Individuelle überwinden. Sie sollen als allgemeine Sinnbegriffe der Erkenntnis der Kulturbedeutung des Individuellen dienen. Das ist wirklich ein schreckliches Zitat, aber ich wiederhole es gerne nochmal in etwas einfacheren Worten. Also was er für als Wesensmerkmal der Soziologie bestimmt, ist, dass sie genau dazwischen steht, dass sie also nicht wie die Naturwissenschaften irgendwelche allgemeinen physikalischen Gesetze oder so etwas entwirft, dass sie aber auch nicht wie die Literaturwissenschaft beim Individuellen stehen bleibt, sondern dass sie einerseits verallgemeinert, ohne dabei aber das Individuelle aufzugeben. Wenn die Welterkenntnis der Soziologie demnach verallgemeinert, ohne das Individuelle komplett aufzulösen, wird klar, warum sie für die Literaturwissenschaft der Zeit interessant ist. Aber was bedeutet das konkret? Hirschs nur 8 Seiten langer Aufsatz, der völlig ohne irgendein literarisches Anwendungsbeispiel auskommt, gibt hier nur eine wenig spezifische Antwort. Die Soziologie wird für die Literaturgeschichte wichtig durch die Bildung allgemeiner, idealtypisch geformter Sinnbegriffe der gesellschaftlichen Kulturwirklichkeit, die als Mittel zur Erklärung des literarhistorischen Prozesses dienen. Auf die Frage, was das nun wiederum bedeutet und was ein solcher idealtypischer Sinnbegriff sein könnte, werde ich in Kürze zurückkommen. Zunächst scheint es jedoch an der Zeit, nach den langen Abhandlungen über sich mehr oder weniger soziologisch gebärdende Germanisten auch einmal die Soziologie zu Wort kommen zu lassen. 2 Jahre nach Hirschs Aufsatz im Jahr 1930 treffen sich deren Vertreterinnen und Vertreter in Berlin zum 7. Deutschen Soziologentag. Und zum ersten Mal gibt es dort eine Sektion über die Soziologie der Kunst. In seinem Einleitungsvortrag zu dieser Sektion bemüht sich Leopold von Wiese zunächst um Abgrenzung. Mit dem Selbstbewusstsein, das einem der ersten Lehrstuhlinhaber eines rasant wachsenden Faches zukommt, unterscheidet er zunächst zwischen eigentlicher Soziologie, die natürlich vor Ort auf dem Soziologentag anwesend ist, und dem Begriffsgebrauch der Nachbardisziplin. Über das, was man als Soziologie zusammenfassend und einheitlich behandeln kann, darüber glaube ich heute völlig im Klaren zu sein. Das sind also die Soziologen, die wissen, was sie tun. Nun gibt es aber neben den engen und genau umgrenzbaren Begriff der Soziologie diesen weiteren, der zumeist von den Forschern auf anderen Gebieten der Wissenschaft gemeint und der dann allerdings viel schwerer zu umgrenzen ist. Es ist hier aber dieselbe Erscheinung wie beim Gebrauch der Termini biologisch, psychologisch und manchen anderen, dass nämlich die eigentlichen Fachwissenschaftler die Bezeichnung für ihr Gebiet viel enger verwenden als alle Nachbargebiete. Genau dasselbe sehen wir bei unserem Wort soziologisch, wo auch wir Fachsoziologen, um uns im Vorübergehen mit diesem hässlichen und engen Wort zu bezeichnen, etwas viel Genaueres meinen, als alle Nachbarwissenschaften es tun und tun müssen. Dies gilt umso mehr für die Soziologie der Künste, weil die Fachsoziologen und Fachsoziologinnen, es gibt auf diesem Kongress genau eine Frau, erst beginnen, sich mit Kunst zu beschäftigen und diese traditionell von den Nachbarwissenschaften beansprucht wird, muss sich von Wiese zunächst mit diesen auseinandersetzen. Seine Charakterisierung deckt sich in erstaunlichem Ausmaß mit dem, was ich bisher zur Lage der Literaturwissenschaft gesagt habe. Es lässt sich, glaube ich, feststellen, dass sich gerade in den Wissenschaften von der Kunst in den letzten Jahren eine Betrachtungsweise Eingang verschafft hat, die von diesen Forschern der Kunstwissenschaften vielfach als soziologisch bezeichnet wird. Es besteht darüber hinaus eine gewisse Spannung innerhalb dieser Wissenschaften zwischen den Gelehrten, die dieser Betrachtungsweise zuneigen, und denen einer in der Hauptsache älteren Richtung, die ihr abholt sind. Die Feinde der soziologischen Betrachtungsweise nehmen das Kunstwerk als etwas vom sozialen Leben relativ Isoliertes, als ein Organismus eigener Art, der immer nur aus sich selbst oder aus den Vergleichen mit anderen Kunstwerken verstanden werden kann. Oder aber sie versenken sich in die Individualitäten der Künstler. Das andere Lager, das etwas boshaft von Wiese als soziologienah bezeichnet wird, beschäftigt sich laut von Wiese mit dem sozialen Milieu, in dem Kunst entsteht. Es wird von ihm recht direkt aus dem Kreis der eigentlichen Soziologie ausgegrenzt.
Und dieser Aufsatz ist wirklich wunderbar bösartig. Ich möchte glauben, solche vorwiegend sozialgeschichtlichen Forschungen haben ihren großen Wert, sind uns selbstverständlich sehr willkommen, sind erhebliche Bausteine, Data für die Kunstsoziologie, aber sie sind doch noch keineswegs Kunstsoziologie selbst. Und das noch scheint mir hier entscheidend zu sein. Also es ist irgendwie so eine Art primitive Vorstufe. Diese nämlich, die eigentliche Kunstsoziologie, hält sich vollständig aus dem Bereich der, wie von Wiese das nennt, geistigen Gebilde heraus und betrachtet die Kunst ausschließlich als, Zitat, höhere Form von Soziabilität, mit anderen Worten als gesellschaftliches Kommunikationsmedium. Zwischen diesen beiden Fachkulturen kann es laut von Wiese aufgrund ihrer völlig unterschiedlichen Erkenntnisinteressen eigentlich keine Kooperation geben. Wenn der nächste Redner auf dem Soziologentag, der Philosoph Erich Rothecker, genau das Gegenteil behauptet und genau eine solche Zusammenarbeit fordert und sogar so weit geht, zu behaupten, dass die Fachsoziologie an bestimmten literaturwissenschaftlichen Werken nicht vorbeigehen könne, das sind seine Worte, ist die Reaktion der Fachsoziologie eher frostig. In der Diskussion stößt sich etwa der Gießener Privatdozent Hans-Lorenz Stoltenberg an Rothackers Tendenz, Zitat, die Kunst als das eigentlich Erklärende, Entschuldigung, die Kunst als das eigentlich zu Erklärende hinzustellen, und bemerkt dazu, genauso wenig wie die soziologische Betrachtung der Seele Psychosoziologie ist, sondern eben Soziopsychologie, genauso wenig ist die soziologische Betrachtung der Kunst Kunstsoziologie, sondern eben soziologische Kunstwissenschaft oder, wenn man will, Sozialästhetik. Zurück zu dieser soziologischen Kunstwissenschaft, der, wie wir nun wissen, aus der zeitgenössischen Soziologie wenig Gegenliebe entgegenschlägt. 1934 kommt Arnold Hirsch in seiner Habilitationsschrift auf die Frage zurück, die wir schon kennen, wie die Soziologie der Literaturwissenschaft Mittel zur Erklärung des literarhistorischen Prozesses liefern könne. Sein Buch Barock und Bürgertum im deutschen Roman, das hier stellvertretend für eine recht breite Strömung soziologisch inspirierter Barockforschung steht, interpretiert die Epochenschwelle um 1700 als eine Zeitenwende, in der soziale und literarische Umwälzungen parallel gehen und einander bedingen. Wandlungen des Stils, ich weiß gerade nicht, ob ich das als Folie habe, nein. Wandlungen des Stils, das ist also jetzt Zitat Hirsch, wie die vom Barock zum 18. Jahrhundert zeigen soziale Umwandlungen an. Und es ist eine Schwäche der Literaturwissenschaft, dass sie solche Zusammenhänge bisher nicht abzulesen versteht. Zitat Ende. Aus diesem weiten Winkel der Betrachtung geht schon hervor, dass Hirsch sich relativ wenig für Autoren oder für Einzelwerke interessiert. Er analysiert ein großes Korpus von Romanen, die alle denselben sozialen Sachverhalt illustrieren. Die sogenannte Verbürgerlichung von Gesellschaft und Literatur am Ende der frühen Neuzeit. Weit davon entfernt, einzelne dieser Romane etwa einem Close Reading zu unterziehen, bezieht er seine Analysekriterien aus der Allgemeingeschichte, die wiederum durch literarische Texte erst eigentlich analysiert wird. Also er weiß schon etwas aus der Gesamtgeschichte, guckt dann in die Literatur, ob sich das da auch finden lässt, und wenn es sich dort finden lässt, beweist das sozusagen die Hypothese der Allgemeingeschichte. Literatur behält in gewissem Maße ihren Sonderstatus als privilegiertes Kommunikationsmedium. Sie ist also besonders gut dazu geeignet, bestimmte Sachen zu erkennen. Aber ihre Interpretation ist nicht mehr Selbstzweck, sondern dient zur Erkenntnis umfassenderer Prozesse. Es ist hier nicht der Ort, um Hirschs ambitioniertes literatursoziologisches Programm ausführlicher darzustellen. Aber seine akademische Karriere ist noch auf eine andere Weise aufschlussreich. Nachdem Hirsch durch das antisemitische Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums zur Emigration gezwungen wurde, beendet die nationalsozialistische Wissenschaft das Experiment mit der Literatursoziologie. Schon im Jahr 1933 modifiziert Erich Rothacker, der 3 Jahre zuvor auf dem Soziologentag zu Gast gewesen war, sein Konzept in einer Weise, die einerseits die Anbiederung an die neuen Verhältnisse,
andererseits die Rückkehr zu den Textumgangsformen des 19. Jahrhunderts illustriert. Zwar betont Rothacker, dass selbst das scheinbar freischwebende Genie immer in größere soziale Kontexte eingebunden ist, aber nicht der zeitgenössische Massenerfolg, sondern die Übernahme eines Gemeinschaftsethos und Gemeinschaftsschicksals in seine Verantwortung ist es, welches den schaffenden Genius sozial repräsentativ macht. Sind in dieser hochproblematischen Soziologie des Genies immerhin noch Rudimente des Soziologischen erkennbar, so zeigt die Austreibung von Arnold Hirsch aus der Barockforschung ein deutlicheres Bild. 1940 schreibt Erich Trunz einen großen Forschungsüberblick über die Barockforschung. Trunz war selber zu diesem Zeitpunkt ein relativ bekannter Barockforscher und hat einen Aufsatz geschrieben, der durchaus als literatursoziologisch bezeichnet werden kann. Jetzt, 1940, schreibt er aber zum einen, dass die Methode von Arnold Hirsch auf, Zitat, den Geist des jüdischen Verfassers zurückgeführt werden kann, und schreibt dann, dass diese Methode, was völliger Unsinn ist, die wiederum, Zitat, alte materialistische Schichtentheorie ist. Während diese Verbindung zwischen angeblichem Materialismus und dem Judentum Hirschs unappetitlich genug ist, macht Trunz darüber hinaus Vorschläge, wenn es um die seiner Meinung nach zu obskuren Quellen im Barockbuch von Hirsch geht. Wie gesagt, er hat selber einen sehr, sehr ähnlichen Aufsatz um die Zeit um 1600 geschrieben, sagt aber jetzt, Zitat, hätte er Rembrandt Thomasius Günther genannt, wäre er der Sache näher gekommen. Antisemitismus und die Rückkehr zum sozial freischwebenden Genie gehen hier Hand in Hand und unter solchen Bedingungen kommt die Literatursoziologie für etliche Jahrzehnte zum Ende. Weil die Zeit schon weit fortgeschritten ist, muss ich bei meinem Durchgang durch die Geschichte soziologischer Methoden in der Literaturwissenschaft das Tempo etwas beschleunigen. Dies wird durch den Umstand gefördert, dass diese Geschichte in gewisser Hinsicht zyklisch verläuft. In einer natürlich sehr, sehr stark vereinfachenden Sichtweise ließe sich sagen, dass zumindest die westdeutsche Literaturwissenschaft unmittelbar nach 1945 im Hinblick auf die Textumgangsformen zum Einzelautor und Einzelwerk zurückkehrt und dass dann in den 1970er Jahren mit der sogenannten Sozialgeschichte der Literatur eine Gegenbewegung entsteht, die in vielerlei Hinsicht auf ähnliche Probleme reagiert wie ihre Vorläufer in den 1910er und 20er Jahren. In den rückblickenden Worten von Martin Huber und Gerhard Lauer verhießen sozialgeschichtliche Ansätze damals nichts weniger als den Aufbruch aus der als betulich empfundenen Interpretationskunst Germanistik. Wieder geht es also um den angemessenen Umgang mit Literatur und wieder erscheint es zumindest den Protagonistinnen und Protagonisten der Bewegung angezeigt, das Maß des Angemessenen deutlich auszuweiten. Und noch ein weiterer Faktor entspricht erstaunlich genau den Gegebenheiten in den 1920ern. Wer die Literaturwissenschaft soziologisch anreichern will, muss sich auch jetzt von einer marxistisch-materialistischen Überbautheorie abgrenzen. Das ist also auch in dieser Zeit irgendwie noch unangemessen und ein Grund dafür ist derselbe wie in den 1920ern. Es erscheint so, als ob der Marxismus oder der Materialismus das Kunstwerk besonders wenig respektiert. Ein anderer Grund ist natürlich, der nichts mit 1920 zu tun hat, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft an den Universitäten der DDR genau das praktiziert wird. Und das spielt sicherlich auch eine Rolle. Laut Jörg Schönert waren die Theoriedebatten der Zeit, also dieser Sozialgeschichte der Literatur, nicht zuletzt von dem Anspruch bestimmt, die simple Antithese zwischen dem materialistischen Literaturbegriff und dem Ästhetikkonzept des relativ autonomen Kunstwerks aufzubrechen und differenzierende Auffassungen zum Gegenstand der Literaturwissenschaft zu entwickeln, sowie Literaturgeschichte in einer komplexen Verknüpfungsweise auf gesellschaftsgeschichtliche Prozesse zu beziehen, um so auch zu einem Gegenentwurf zu dem deterministischen Programm der marxistischen Historiografie zu kommen. Also es geht wieder um irgendwie so etwas wie einen dritten Weg.
In dieser Konstellation kommt der Soziologie eine neue Bedeutung zu. Anders als zuvor ist diese kein aufstrebendes neues Fach mehr, das mit einem gewissen Misstrauen beäugt wird. Stattdessen wird sie zu einem bevorzugten Kontext der Literaturwissenschaft, auch aus universitätsorganisatorischen Gründen. Wiederum Jörg Schönert in einem anderen Aufsatz. Wer, so wie ich, um 1960 sein Germanistikstudium aufnahm, saß in seinen Wahlveranstaltungen wohl auch, wie es Brauch gewesen, zu den Füßen der Philosophen. Wo der Alma Mater jedoch Innovatorisches abgewonnen werden sollte, galt es, die Politologen und Soziologen aufzusuchen. Für manch einen von uns verdrängten die Sozialwissenschaften die Philosophie als Leitdisziplin der Geisteswissenschaften. Dieser im Vergleich zur Vorkriegszeit immens gewachsenen Bedeutung der Soziologie entspricht der Umgang mit ihr in den theoretischen Grundlagentexten der Sozialgeschichte der Literatur. Wenngleich die Selbstbezeichnung, also Sozialgeschichte der Literatur, vor allem auf einen engen Bezug zur Historiographie verweist und dieser auch in der Theorie hergestellt wird, kommen die entscheidenden außerliteraturwissenschaftlichen Anregungen aus der Soziologie, wenn sich etwa die Münchner Gruppe um Renate von Heidebrand, Dieter Pfau, Klaus Michael Orth und andere mit großer Selbstverständlichkeit auf Talcott Parsons bezieht und auch Niklas Luhmann immer wieder ins Spiel gebracht wird. Die Bedeutung der Soziologie erstreckt sich auch auf die wissenschaftlichen Darstellungsformen. Wenn die Soziologie sich seit ihren Anfängen, also seit den 20ern, radikal vernaturwissenschaftlicht hatte und sich damit in den 80ern oder 70ern schon in der Darstellung deutlich von der literaturwissenschaftlich unterschied, versuchen die Protagonisten und Protagonistinnen einer Sozialgeschichte der Literatur in gewisser Weise nachzuziehen und durch Textmerkmale wie Grafiken und Diagramme schon auf der optischen Ebene den Anschluss an härtere Wissenschaften zu vollziehen. Das ist etwas, ich bewerte es gar nicht, aber wenn man in diesem Text zum Beispiel, das ist ein relativ wichtiger theoretischer Text von Friederike Meyer und Klaus Orth, und man kann es aus seiner heutigen Sozialisierung einfach nicht mehr verstehen, warum die das machen. Natürlich ist es irgendwie schön, solche anschaulichen Grafiken zu machen, aber es scheint wirklich aus einer anderen Welt und es ist noch nicht mal 35 Jahre alt. Aufstieg und Niedergang der Sozialgeschichte der Literatur lassen sich nicht nur anhand ihrer Theorie, sondern auch anhand ihrer Prestigeprojekte erzählen. Bekanntlich wurden um 1980 mit großem Pathos etliche mehrbändige Literaturgeschichten neuen Typs angekündigt, die dann entweder verspätet, unvollständig oder gar nicht erschienen. Der schnelle Abstieg des Forschungsprogramms kann als eine erneute Pendelbewegung auf der Skala zwischen der Orientierung am Einzelwerk und der Einbeziehung größerer Kontexte verstanden werden und ist auch so verstanden worden, etwa im bereits erwähnten Rückblick von Huber und Lauer, die die scheinbare Nichtberücksichtigung des Eigensinns bzw. der Autonomie literarischer Texte verantwortlich machen. Interessanterweise ist es selbst in den Sozialgeschichten selber, findet man das. Die bekannteste ist ja vermutlich Hansas Sozialgeschichte, die 1980 noch mit einem extrem anspruchsvollen soziologischen Einleitungsteil beginnt, wo auch gesagt wird, in 3 Jahren haben wir das alles abgeschlossen. Und das ist jetzt quasi, wie man heutzutage Literaturgeschichte schreibt. Und wirklich abgeschlossen wurde sie, glaube ich, 2010 oder so. Und in den letzten Vorworten gibt es schon so peinliches sich rumdrücken um das Sozialliterarische, wo dann selbst in diesen eigentlich Vorzeigetexten gesagt wird, naja, vielleicht haben wir das einzelne Kunstwerk doch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Vielleicht muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Ein anderer Erklärungsansatz, warum also die Sozialgeschichte der Literatur irgendwie verschwunden ist, wäre, dass die Sozialgeschichte in einer allgemeineren Erweiterung der Literaturwissenschaften zu Kultur- und Medienwissenschaften oder Cultural Studies im emphatischen Sinne aufgegangen ist. Das wären dann allerdings Kulturwissenschaften, die den expliziten Bezug auf die Soziologie nur noch relativ selten klar machen. Wie Klaus Orth mit leiser und, wie ich denke, durchaus berechtigter Polemik attestiert, der interdisziplinäre soziologische Impetus, der etwa
noch das an Talcott Parsons Systemtheorie orientierte Münchner Modell getragen hatte, ist einer transdisziplinären Integration unterschiedlicher Erkenntnisinteressen und Theoriekonzepte gewichen, die sich um die nach wie vor diffusen Begriffskerne Kultur und Medien formieren. Während das Projekt der Kultur- und Medienwissenschaften vielleicht aus diesem Grund, weil es ein bisschen diffus ist, zu umfassend ist, um hier im Hinblick auf seine Beziehungen zur Literatursoziologie untersucht zu werden. Ich habe auch schon gehört, dass Sigrid Weigel über Cultural Studies schon gesprochen hat. Das ist auch gut, dann muss ich das nicht. Gibt es eine letzte Welle latent literatursoziologischen Denkens, mit der ich meinen Vortrag beenden will? In einem Aufsatz mit dem extrem amerikanischen Titel Everywhere and Nowhere, the Sociology of Literature after the Sociology of Literature unternimmt der Anglist James F. English 2010 eine Vermessung des Feldes und bestätigt einerseits, dass literatursoziologische Methoden in der entgrenzten Literaturwissenschaft der Gegenwart überall munter verwendet werden. Das wäre das Everywhere des Titels. Andererseits, und das wäre das Nowhere, sieht er nur begrenzte Chancen für ein Comeback einer sich auch so nennenden Literatursoziologie. And yet it seems unlikely that the sociology of literature banner will soon be raised again. The period I have been serving, the period after the sociology of literature, has to be sure witnessed the rise of interdisciplinary research. But the discipline's accommodation of the interdisciplinary paradigm has only gone so far. Academic disciplines are relational entities. They must define themselves by what they are not. And what literary studies is not is a counting discipline. The negative relation to numbers is traditional, foundational even, and it has not been seriously challenged by the rise of interdisciplinary. Da fehlt ein Wort, ich weiß aber nicht welches, also interdisciplinary irgendwas. Mit anderen Worten sind es wieder die schon von Scherer beschworenen Grenzen zwischen Natur- und Geisteswissenschaften, die uns offenbar davon abhalten, bestimmte zählende Textumgangsformen zu erwägen. Grenzen, die sich, wenn Englisch recht hat, als erstaunlich haltbar erweisen. Nun ist 2010 nicht 2019. Und wie Sie wissen, hat sich in der Zwischenzeit im methodenpluralistischen Zirkus der Literaturwissenschaft einiges getan. Einer der Protagonisten der neuerlichen Zuwendung zu quantitativen Verfahren wird von English in diesem Aufsatz bereits genannt und ist seitdem auch aufgrund seines Hangs zu lauten Statements zu den führenden Stimmen einer empiristischen Literaturwissenschaft avanciert. Franco Moretti unterscheidet sich von den schon besprochenen Literatursoziologen in mancherlei Hinsicht. Anders als sie bekennt er sich deutlich zur marxistischen Grundierung seines Denkens, während der Bezug zur Soziologie zumindest nicht im Vordergrund steht. Er nennt alle möglichen Disziplinen und ich denke, Soziologie ist nicht die wichtigste. Er spricht von Geschichtswissenschaft, Geographie, Evolutionsbiologie und so weiter. Dennoch können wir in seinen verschiedenen Schriften zum Distant Reading, und das meine ich jetzt nicht nur diese eine Aufsatzsammlung, sondern eigentlich fast alles, was er in der letzten Zeit geschrieben hat, können wir viel Vertrautes wiederfinden. Die im ersten Kapitel von Graphs, Maps, Trees unter Anlehnung an Krzysztof Pomian entwickelte Idee, dass einzelne Autoren oder Werke nicht an sich aufschlussreich sind, sondern als Bestandteil von literarischen Reihen oder Serien, erinnert an Arnold Hirschs Frage nach der Nützlichkeit der Soziologie für die Literaturwissenschaft. Moretti folgt Hirsch auch darin, dass er sich für den literarhistorischen Prozess interessiert, wenngleich er letztendlich für diesen Prozess zu anderen Ergebnissen kommt. Sie kennen das Buch vielleicht, es geht dann eher darum, so zyklische Sachen zu finden, für die sich Hirsch eher nicht interessiert, aber die Idee, dass man sozusagen aus der Vogelperspektive die Literaturwissenschaft mit so einem leicht soziologischen Unterton anschaut, ist relativ ähnlich. Sein späterer, sehr bekannter Aufsatz The Slaughterhouse of Literature aus dem Jahr 2000, der sich den angeblich 99,5% der Literatur widmet, die vergessen und nicht kanonisiert werden, liest sich in gewisser Hinsicht als direkte
Antwort auf dieses Schücking-Zitat. Wie Schücking geht es Moretti um die missachteten Strömungen und anders als Schücking hat er kein Problem damit, sich auf diese Hintertreppe der Literatur zu begeben und von dort Artikel um Artikel zu produzieren. Dies geschieht nicht ohne Pathos. Fantastic opportunity, this uncharted expanse of literature, with room for the most varied approaches and for a truly collective effort like literary history has never seen. Great chance, great challenge. What will knowledge indeed mean if our archive becomes 10 times larger or 100? Which calls for a maximum of methodological boldness. Since no one knows what knowledge will mean in literary studies 10 years from now, our best chance lies in the radical diversity of intellectual positions. Anarchy. Angesichts dieses selbstbewusst herausgestellten Ikonoklasmus überrascht es nicht, dass Morettis methodisches Programm sofort nach Erscheinen zum Teil aggressiv angegriffen wurde. Hier geht es ja nicht nur um neue methodische Konzepte, sondern um nichts weniger als um den Umbau oder gar Abriss der Disziplin. Dazu kommt, dass Moretti lieber Neuansätze entwirft und Altansätze umwirft, anstatt mit Hilfe dieser Neuansätze literaturwissenschaftliche Probleme zu lösen. Anstatt Fragen beantwortet zu bekommen, die der Literaturwissenschaft seit langem auf den Nägeln brennen, laufen seine Vorschläge darauf hinaus, das Methodengebäude erst einzureißen und dann zu sehen, was die neuen Methoden für Ergebnisse zu produzieren. Sie kennen das vielleicht, es gibt bei ihm immer wieder diese, ich sag mal, rhetorische Figur, dass er sagt, und was bedeutet das jetzt alles? Keine Ahnung, aber es ist etwas Neues und wir müssen das erklären. Vor diesem Hintergrund ist die Moretti-Feindschaft von Teilen der disziplinären Literaturwissenschaft leicht verständlich. Gleichzeitig ist klar, warum dieser Autor mit seinen Provokationen trotzdem erfolgreich ist. Nicht nur bieten seine Distant-Reading-Ansätze der angeblich in einer Dauerkrise befindlichen Literaturwissenschaft die Möglichkeit des Anschlusses an härtere quantitative Fächer, sondern sein Skeptizismus bezüglich der Interpretation von Einzelwerken beruht auch, wie ich hoffe, die ganze Zeit jetzt gezeigt zu haben, auf einer gut 100-jährigen Tradition des Faches. Und anders als zu Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es mittlerweile überzeugende technische Möglichkeiten, größere Textmengen in den Blick zu nehmen. Während Moretti im Jahr 2000 in The Slaughterhouse of Literature noch in Anspruch nimmt, alle bisher übersehenen und von ihm erschlossenen Texte höchstpersönlich gelesen zu haben. Also er sagt, seine Assistentin hat die irgendwie organisiert. It took time, but I have read them all. Während er das alles noch selbst gemacht hat, wird diese Aufgabe heute zunehmend den Algorithmen überlassen, sodass eine Textanalyse ohne Lektüre, und das wäre, glaube ich, der bessere Titel gewesen, wie gesagt, ich weiß nicht genau, welcher Teufel mich da geritten hat, sodass eine Textanalyse ohne Lektüre erstmals am Horizont erscheint. Ist damit der hier ausgebreitete Konflikt zwischen den Nachträumen des Einzelwerks und den Vertretern der soziologischen Vogelperspektive zugunsten der letzteren gelöst? Sicherlich nicht, wie schon die im letzten Jahrhundert zu beobachtende Wellenbewegung nahelegt. Es kann also auch sicherlich wieder eine Rückbewegung geben. Weil ich mich in dieser wohl auch in Zukunft schwelenden Auseinandersetzung nur ungern auf eine Seite schlagen möchte und auch insgesamt der Meinung bin, dass eine friedliche Koexistenz möglich ist, möchte ich diesen Vortrag mit dem Blick auf ein Buch beenden, das einerseits unerschrocken das Loblied der Digital Humanities singt, dies aber andererseits und natürlich anders als Moretti mit einer gewissen Versöhnlichkeit und Abgeklärtheit tut. Distant Horizons von Ted Underwood, erschienen zu Beginn dieses Jahres. Underwoods Versuch, Nähe und Distanz zusammenzuführen, ist keineswegs der einzige und mag nicht in jedem Detail überzeugend sein, aber sein Buch ist unter anderem deswegen lesenswert, weil er sich den Anspruch stellt, nicht nur aufgepeitschte Moretti-Leserinnen und Leser, sondern auch ihre Gegnerinnen und Gegner in die Diskussion einzubinden. Dazu beschwichtigt er zunächst, was den Ikonoklasmus früherer Propheten der Digital Humanities angeht. Distant readers and their critics are often simply talking past each other. Quantitative approaches to literary history
have been quite productive, but the results they have produced are not the results predicted by their most notorious manifestos. The differences between the canon and the slaughterhouse, for instance, turns out not to be enormous. Prominent and obscure writers are often moving in roughly the same direction. In dieser scheinbar unschuldigen Beobachtung, neue Methoden müssen nicht unbedingt dazu führen, dass die Ergebnisse, die mit den alten Methoden erreicht wurden, falsch sind. In dieser scheinbar unschuldigen Beobachtung liegt das große Integrationsangebot Underwoods. Und er kommt wiederholt auf es zurück. Wenn er zum Beispiel in dieser Einordnung makroskopischer Perspektiven wieder so eine Art Friedensangebot macht. We, das sind literary scholars, are trained to find disciplinary significance only in claims that directly reverse existing expectations. When we are writing about individual books, this is a reasonable goal. But when we are surveying 3 centuries of literary history, descriptive summary is barely possible. Privileging counterintuitive claims would would be as absurd as privileging counterintuitive arguments about climate change. The truth is that we barely have intuitions about patterns on this scale. Our expectations are not clearly formed yet, and it would be just as important to confirm them as to confute them. Nicht nur weil Underwood Anglist ist, bin ich kaum in der Lage, seine Aussagen über 300-jährige Verläufe in der englischen Literaturgeschichtsschreibung zu bestätigen oder zu widerlegen. Denken wir jedoch an Karl Lamprecht, der sich in seiner deutschen Geschichte ebenfalls mit 300 Jahren Literatur beschäftigte, dabei jedoch mit 3 Gedichten auskam, stimmt der konstruktive Tonfall in Verbindung mit den verfügbaren technischen Möglichkeiten optimistisch. In seinem letzten Kapitel mit dem Titel »The Risks of Distant Reading« hat Underwood eine weitere beruhigende Einsicht parat, die mir ansonsten in der gesamten langen Auseinandersetzung zwischen Werkinterpretation und Literatursoziologie nicht einmal untergekommen ist. Instead of inventing a stretched story about the dangers of quantification, I propose to limit the authority of numbers in the humanities by remembering to appreciate some things we already do well. A list of that kind could become long, because there are many things literary scholars do well. Zu diesen bereits erfolgreich praktizierten Verfahrensweisen gehört dann laut Underwood auch das Close Reading. Quantitative oder sozialgeschichtliche oder soziologische Methoden, die sich dem bisher als angemessenen Geltenden an die Seite stellen, ohne dieses ersetzen zu wollen, und das aus einer Position der grundsätzlichen Zufriedenheit mit den Möglichkeiten des Faches. Mit dieser optimistischen, vielleicht zu optimistischen Einschätzung möchte ich schließen. Vielen Dank. Thank you.